Am 18. Mai ging es in Wampen sportlich zur Sache. Insgesamt 8 Jugendfußballmannschaften und 2 Vereinsmannschaften trafen sich und kickten um den begehrten Bonn-Pokal. Der Wettkampf findet bereits zum 8. Mal statt. Für Initiator Bernd Torbicki vom Kinder- und Jugendzentrum Greifswald geht es bei der Veranstaltung um viel mehr als den sportlichen Wettkampf selbst. Heute haben wir 10 Mannschaften, wie gesagt, davon 8 Schulmannschaften aus unterschiedlichen Schulformen. Das ist das Interessante daran, nicht? Dass also aus unterschiedlichen Schulformen Schülerinnen und Schüler hieran teilnehmen können und sich begegnen im sportlichen Wettkampf. Und das verbindet, und das ist ja auch unser Motto, gemeinsam für Toleranz und Vielfalt miteinander umgehen. Wir haben immer wieder in den letzten Jahren ganz faire Wettkämpfe hier erlebt, und das ist eigentlich das Schöne, dass man dann mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur sich treffen und gemeinsam in sportlichen Aktivitäten dort ganz fair miteinander umgehen. Und das wollen wir damit ja auch befördern. Von Beginn an mit von der Partie war der ehemalige FC Hansa Rostock-Spieler Hilmar Weiland. Seit der Erstauflage ist der Ex-Profi als Schirmherr des Turniers dabei. Also ich freue mich sehr darüber. Der Bernd Torbicki hatte mich angesprochen beim FC Hansa Rostock, und ich war sofort bereit. Ja, weil ich selber hier in der Nähe groß geworden bin und auch als kleiner Junge gegen den Ball gehauen habe und weiß, wie viel Freude man dabei empfinden kann, wie man sich aufs Leben dadurch vorbereiten kann. Und würde immer wieder so eine Turniere unterstützen wollen. Neben dem eigentlichen Turnier gab es noch weitere Wettbewerbe und tolle Preise für die Gewinnerinnen und Gewinner. Die Spielerinnen und Spieler konnten beim Torwandschießen ihre Treffsicherheit auf die Probe stellen. Beim Rastelli-Wettbewerb wurde der Ball um die Wette jongliert. Und beim Fußballquiz war Köpfchen gefragt. Neben Trikots und Fußbällen, unterschrieben von den Profis von FC Hansa, gab es auch allerhand Auszeichnungen für die jungen Athletinnen und Athleten. Zuvor standen aber natürlich die Partien um den 8. Bonn-Pokal an. Insgesamt wurden 23 Spiele ausgetragen. Um 14 Uhr stand der diesjährige Sieger fest. Die Penetalschule aus Gützkow brachte den Pott nach Hause, nachdem sie sich im Finalspiel gegen die Mannschaft der IGS Erwin Fischer aus Greifswald mit 4:2 durchsetzen konnte. Den 3. Platz erkämpfte sich die Schule Spantekow. Veranstaltungen wie diese bringen nicht nur die jungen Menschen verschiedener Schulformen zusammen, auch das Netzwerk der Unterstützerinnen und Unterstützer ist über die Jahre größer geworden. Dieses Turnier ist nur möglich durch die großartige Unterstützung vieler Unternehmen hier aus der Region und auch die vielen fleißigen Helfer, Unterstützer, die das überhaupt möglich machen, und nicht zuletzt natürlich unser Team aus dem Kinder- und Jugendzentrum, das auch schon in der Vorbereitung und auch jetzt bei der Durchführung sehr engagiert und sehr tatkräftig mithelfen, dass dieses Turnier auch zum Erfolg wird. Einen der großzügigen Sponsoren haben wir auf der Veranstaltung direkt getroffen. Mandy Olbrich war im Namen der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald am Spielfeldrand. Der Jugendsport, der liegt uns sehr am Herzen, gerade auch, weil die letzten 2 Jahre es schwierig war, solche Sachen stattfinden zu lassen. Daher hat die WGG gesagt, Mensch, das passt genau zu uns. Und wie gesagt, wenn wir Schulen dadurch unterstützen können, den Sport zu fördern, warum nicht? Als krönender Abschluss der Veranstaltung wurden die Siegerinnen und Sieger des Turniers sowie der Einzelwettbewerbe von Schirmherr Hilmar Weiland und Initiator Bernd Torbicki geehrt und zu ihren sportlichen Leistungen beglückwünscht.